Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris, Flucht nach vorn. Wie geht es weiter mit dem Überlebenstee der Terraner? Warte mal, ich muss hier noch was ändern. Einen Moment. Weil ihr habt momentan keinen Sound vom Spiel. So, das jetzt ist aber ist zu leise. Mal gucken. Bla bla bla. So, jetzt sollte was zu hören sein zumindest. Okay. Ja, wo wir einer sterbenden Menschheit bla 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 in den Weltraum. Okay. Gut, wo... Oh, geht, okay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? So, wir haben hier unten immer noch nicht den scheiß Drachen getötet. Aber dafür hier oben, diese Welt haben wir, glaube ich, das letzte Mal befreit von irgendwelchen komischen glühenden Wolken, wie man sie aus alten Star Trek-Folgen kennt. Dann haben wir hier unsere Tech-Welt Alexandria mit einigen Arbeitslosen drauf. Das ist titanisches Leben, das heißt, mehr Sozialforschung gibt es hier. Und räuberische Pflanzen, noch mehr Sozialforschung, dafür ist sie ein bisschen weniger gut bewohnbar, aber das ist uns egal, weil es ist eine Gaia-Welt und besser als am besten geht nicht in diesem Spiel. Darum fühlen wir uns hier trotzdem wohl. Diese Welt ist besetzt von einer Menge 19% Menschen, 19% von den Nubaol, das sind die hier, die wir durch dieses Relikt jedes Mal bekommen, wenn wir eine Welt anpassen. Die wachsen dann irgendwie quasi mit. Dann die Kempler, das sind die lustigen Vögel hier. Die Rescheti, wer war das noch? Das waren die rassistischen Echsenleute. Und die Stekashi. Wo auch immer die herkommen. Ich glaube, das waren auch irgendwann mal Flüchtlinge. Aber gut, die sind die alle schon dahingehend physiologisch angepasst. Sieht so aus. Kempler, ja. Oh, nee. 4 Punkte. Menschen, 0 Punkte. Okay. Also die Kempler, da könnten wir noch was machen hier. So, was sollen die Kempler denn mal kriegen? Das sind ja immerhin unsere zweitlängsten Bewohner hier im Überlebenskomitee. Ich meine, man könnte aus den super duper Arbeiter machen, weil die sowieso schon stark sind. Situation Log updated. Und die Jibru kam gerade eine Nachricht. Ach nee, das war nix. Die Jibru und die Ammonikens. Die Ammonikens. Machen wir mal charismatisch dazu. So, und die Jibro sollen mal in Energie dingen. Ja, und genau. Energiedingen sollen die besser sein beim Handeln und beim Arbeiten in so Kraftwerken. Okay. Dann können wir hier Neukempler, wo die ganzen Kempler sind. Ja, hier haben wir schon solche Jobs hier. Das ist schon mal ganz gut. Wir bauen noch einen Industriedistrikt. Wir haben das, dann brauchen wir noch das Gebäude für die Nahrungs... Oh. Klontanks können wir jetzt auch bauen. Das ist natürlich cool. Ja, wir haben eine Reichsausbreitung, die okay ist. Wir können noch 20 Schiffe bauen hier. 9, 15 und 4 sind 19. Also wenn wir das hier auf 200 bringen, dann können wir uns mit dem Drachen anlegen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber dann müssen wir auch mit allen Flotten gleichzeitig ankommen. Das ist so ein bisschen das Problem.
So. Ja, haben wir sonst irgendwelche Probleme? Wie sieht es eigentlich mit der Innenpolitik aus? Wir haben... Research Project concluded. Der Bunker ist ein Grab für hoffnungsvolle Unsterbliche. Wissenschaftsoffizier Torba Inarim hat herausgefunden, dass die riesigen Ternärcode-Bereiche in den Datenbanken Neuralaufnahmen sind. Digitalisierte Gehirnscans. Die Aliens von Gomaisa 3 sahen diese Methode als ihre einzige Chance an, das Unheil, das ihren Planeten befallen hatte, irgendwie zu überleben. Ihnen fehlte einzig die Möglichkeit, sich selbst wieder zu beleben. Dennoch setzten sie auf die denkbar geringe Hoffnung, dass eines Tages irgendjemand die Mittel dazu haben würde. Ja, wir laden die Scans mal runter. Dann können wir sie irgendwann, wenn wir die Technologie haben, wiederbeleben. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir hier jetzt haben. Monatliche Nahrungsproduktion um 10% erhöht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben ewig Überproduktion an Nahrung hier. Alle unsere Planeten erhalten einen zusätzlichen Gebäudeplatz. Das ist prima. Und das hier... Land, das nicht bearbeitet wird, trägt nichts zu unserem Reich bei. Arbeiter müssen auf effiziente Weise auf jene Planeten umgesiedelt werden, wo sie am meisten gebraucht werden. Kosten, Umsiedlung. Ja, nee, brauchen wir erstmal nicht. Wir nehmen mal das mit dem Gebäudeplatz. Was ist das hier? Schaden, Orbital. Also, okay. Gut, dann können wir mal jede Menge Gebäude bauen, denke ich mir mal hier. So, hier zum Beispiel haben wir keine Jobs mehr. Hier brauchen wir auch keine Klontanks. Hier sind die Leute zufrieden. Was brauchen wir hier? Mal gucken, was schlägt er uns vor hier ganz oben? Autochtones Monument. Warum nicht? Auf Dänemark könnten wir Landwirtschaftsdistrikt, Verwaltungs-, Mineralverarbeitung, Legierungsgießereien und hier haben wir auch noch ein bisschen. Eigentlich brauchen wir ja auch keine. Wir machen hier noch mehr Verwaltung hin. Verwaltung ist gut. Oder Produktionsministerium. Auf der Generatorwelt. Je, 19 Jobs. Hier könnten wir Klontanks bauen. Mal gucken, wo haben wir? Haben wir irgendwo noch mehr Jobs? Genkliniken. Aber noch ein Monument hin. Und auf Atlantis. Atlantis ist ein Industriehabitat. Da bauen wir natürlich das Ding. Terra Nova ist ein Forschungsgedöns. Oh, da können wir noch mehr von diesen Kristallminen bauen. Aber wir bauen erstmal... Können wir das überhaupt bauen? Warum können wir das hier nicht bauen? Ach, weil es schon da ist. Okay, dann bauen wir noch eine Kristallmine. Ich habe nach dem Forschungsinstitut gesucht, aber das haben wir hier schon. Okay. Auf Alaska. Das ist eine... keine Industriewelt, das ist eine Raffineriewelt. Raffineriewelt, das sind die Welten, wo besonders viele von diesen Dingern hier hergestellt werden. Und das wollen wir hier dann auch mal auf die Spitze treiben. Was brauchen wir noch? Am ehesten exotische Gase. Okay. Zack. Und auf der Bergbauwelt, was können wir da machen? 16 Jobs. Roboter. Du baust bitte den Bergbot hier. So. Ja, also hier brauchen wir eigentlich erstmal nicht so wirklich ein Gebäude. Also bauen wir noch einen. Oh, wir haben keine Mineralien mehr, um weitere Gebäude zu bauen. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Hallo. Okay.
Oh, da geht's schon wieder ans Ärgern von den von dem Fallen Empire, was sie gleich wieder verjagen wird. Entschuldigung, ich bin immer noch nicht gesponsert bei Vitamalz. Genetic Enhancement supplied. Wie gesagt, diesmal nur gekauft, weil kein Spezi da war. Ja, dann gucken wir mal. Machen wir die hier mal. Situation Log updated. Fleet upgraded. Oh, das ist eine Forschungswelt. Da können wir dann noch ein Forschungslabor bauen. Gene Modification complete. Enigmatisches Tor. New technology discovered. Noch eine neue Technologie. Flottenkapazität. Die können wir mal erhöhen. Das wäre gar nicht schlecht. Oh ja, wir sind gleich fertig mit unserer Flotte. Was man auch am Geld sieht. So, hier haben wir noch Verwaltungszentrum. New technology discovered. Angeblich. Und hier eine. Ah. Am billigsten ist die Plasmakanone. Nehmen wir die mal. So, dann haben wir hier ja schon ganz schön zugelangt. Wo sind unsere Flotten? Sind die alle hier? Hier sind nur zwei von denen und die dritte ist, ist wahrscheinlich hier unten. Ja, die ist hier unten. Okay. Fahren die mal nach Hause ins Sonnensystem. Und der hier auch. Und wenn die sich da treffen, dann fahren die zusammen zum Drachen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Bin gespannt. Oh, wir haben jetzt sogar Schiffe übrig. 11 und 6 sind 17 und 7 sind 24. New technology discovered. Ja, kriegen wir hin. So. Was können wir hier jetzt? Panzertorpedos, Antimaterieraketen, ziviler Replikatorprozess, Produktion, Bergbaustation, Produktion, Metallurgie. Okay. Konstruktionsschiffe sind fertig. Das heißt, wir können hier demnächst mal wieder New technology discovered. Ein paar Habitate bauen. So, wollen wir uns schauen. Wo wir am besten ein paar Wissenschaftshabitate bauen wollen, weil wir sind. Wir spielen toll und wir wollen Forschung. Im Sol-System können wir auf Titan. Ne, das ist ein Mond. Auf Uranus können wir eine Station bauen, ein Habitat. Auf Jupiter könnten wir ein Habitat bauen für mehr Geld, was wir momentan gut gebrauchen können, weil aus irgendwelchen Gründen ja, die Schiffe sind sehr teuer, die Gebäude sind sehr teuer, die Distrikte sind sehr teuer, alles ist sehr teuer. Was wir auch mal machen könnten ist hier ein bisschen mehr verkaufen. So, was können wir noch verkaufen? Vielleicht noch 30 pro Runde von denen hier. So.
Vielleicht reicht das mit dem Geld. Mal sehen. Hier haben wir ein Forschungsschiff, das nichts macht. Das haben wir alles erforscht, was wir erforschen können hier. Dann unterstützen wir die Forschung im Atlantiksystem. So. Dann gucken wir uns mal die Galaxie an. Wer mag uns, wer mag uns nicht? Also, die Metok mögen uns, die Hifna finden uns nicht so toll, sagen wir mal. Die Hisma, denen sind wir egal, genauso wie dem Yalon Order. Und die. New Technology discovered. Ah ja, Flottenkapazität erhöht, sehr gut. So, haben wir jetzt alle Flotten hier drin, ja, tatsächlich. Okay. Dann fahrt mal alle hier hin. Und dann geht's gesammelt ab in das andere System. Und dann schauen wir mal, was der Drache sagt. Ja, ja, das Geld geht bergab, ja. Ja, super. Wir wahrscheinlich bald sehr viele Schiffe verloren haben. Insofern ändert sich das gleich wieder. New technology discovered. Engaging hostile fleets. So, dann machen wir wieder ein bisschen langsamer. Damit wir uns das direkt angucken können hier. Wir haben schon die Panzerung haben wir runter. Oh wow. Das kriegen wir hin, glaube ich. Yes! Erde! Der Untergang von Shard, dem Drachen, der abscheuliche alte Drache, bekannt als Shard, hat seinen letzten Atemzug gemacht, in einer Tasche um den Hals. Eingebettet in flauschigen Pflaumen unter seinem knorrigen Schuppen, direkt neben dem Herzen, hängt sein am meisten gerüteter Schatz, der Rubrikator. Ein Relikt, das in der Lage ist, jedes Artefakt zu replizieren, mit dem er in Kontakt gekommen ist. Es ist unser Rubrikator jetzt. Cool. So. Ihr dürft alle mal wieder nach Hause gehen. Dann brauchen wir ein Forschungsschiff, das gerade nichts zu tun hat. Haben wir jetzt natürlich nicht. Aber die Asimov ist noch unterwegs. Das ist schon alles. Ist schon alles. Das ist tatsächlich schon alles. Okay. Das ist schon alles erforscht. Lichtbogenemitter, positronische KI. Anpassbare Bewohnbarkeitspräferenz. Klingt gut. Und Schwarmraketen. Okay. Ja, der baut hier Habitate. Okay, gut, dann wollen wir die mal nicht stören und bauen stattdessen ein neues Konstruktionsschiff. Konstruktionsschiff.
Oh, und können mal wieder auf schnell stellen. Yes. Und wie man sieht, wir haben 40 von unseren Schiffen verloren. New technology discovered. Mega Bauwesen, das können wir gut gebrauchen. Gouverneur Vasilev Vasilings Dingsbums ist gestorben, okay. Ist nicht der, sondern der hier. Was kann der? Der kann Lebensdauer Anführer 25 Jahre, Baugeschwindigkeit Schiffe ist gut. Und der hier, Baugeschwindigkeit Schiffe ist auch gut. Welcher ist jünger von den beiden? Der Mensch. Nehme den. New technology discovered. So. Militärakademie. New technology discovered. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner. Fühlende Gefechtssimulation. Klingt gut. Okay. So, dann bauen wir hier mal Bergbaustationen. So. Und dann könnten wir diese Welt tatsächlich kolonisieren. New technology discovered. Mit unseren Menschen. Das ist, weil das direkt neben dem Sonnensystem ist, nennen wir das mal. Terra Nova haben wir eigentlich schon, aber nennen wir das mal New Earth. New Earth. Zup, 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 zup. Tote Weltanpassung. Bauplätze plus 1. Machen wir mal. Goodie. Die sind immer noch herzlich mit uns, obwohl wir uns nicht leiden können. Auf Alaska werden neue Arbeitsplätze gesucht. Das ist Raffineriewelt. Wir könnten neue Leute in der Stadt gebrauchen. Wo stehen wir in der Rangfolge hier? Das Yalan-Order ist das einzige Spielerreich, was noch über uns ist. Und zwar wegen im Krieg mit den Zelmi. Okay, das ist teilweise Sache der eine Sache New Technology der, discovered. Ansichtssache quasi. Schauen wir mal. Fühlende Gefechts-KI, okay. Verschlüsselung. Establishing Colony. Trefferpunkte, Schilde. Sprungantrieb machen wir mal erstmal nicht. Trefferpunkte, Schilde machen wir. So. Ich will keine Sprungantriebe. Ich will Sternentore haben. Uranus und das ist Saturn, ja, okay. Können wir nicht den Mars terraformen hier? Wir können den Mars terraformen. Dazu brauchen wir aber Klimawiederherstellung. Okay, das haben wir. New technology discovered. Klimawiederherstellung. Müssen wir wohl das hier erfinden. Und wir können wieder 1000 Gebäude bauen. Ist das nicht großartig? Okay, Reichshauptstadt. Was bauen wir hier? Forschungsinstitut. So, da haben wir die Nahrung.
Dänemark bauen wir mal. Das Teil hier. Dann haben wir alle beide. Sagans Welt ist eine Generatorwelt. Können wir hier noch irgendwas machen, was. Nicht wirklich. Können mehr flüchtige Teilchen gebrauchen. Ja. So, Atlantis. Bauen wir auch flüchtige Teilchen und dann bauen wir hier nochmal. Achso, auf New Earth können wir gerade nichts, weil das noch kolonisiert wird. Hier auf der Tech-Welt. Okay, L-Cluster interessiert uns nicht. Oder haben wir ein L-Gate hier? Nee. Hier nebenan ist ein L-Gate, aber das, da können sich dann unsere Freunde, die Hifnar. New technology discovered. So, der L-Cluster ist hier irgendwo außerhalb der Galaxie und es gibt so L-Gates, die mit dem verbunden sind. Und die kann man erforschen. Und wenn man das tut, dann kommt dann irgendwie so eine Naniten-Robotflotte raus und zerstört einen. Also machen wir das nicht. Bewohnbarkeit, neue Forschung. Klimawiederherstellung, da haben wir es doch. Und hier bauen wir Bergbaustationen. Das heißt, wir können jetzt. Können wir jetzt tatsächlich Dingens bauen? Ein Habitat können wir hier bauen, aber noch nichts anderes. Ist hier irgendwas, wo wir. Können wir noch. Was ist auf Haag? Haag ist eigentlich, jetzt wo wir das hier erforscht haben, ist Haag auch nicht mehr so besonders spannend. Was ist auf Pazifik? Da können wir immerhin eine Mining-Station bauen hier unten. Machen wir das mal. So, und das sind, wie gesagt, Habitate. Das sind so, wie das hier, so Planeten. Wie das hier, so Planeten. Die man besiedeln kann. Und die sind halt besser als die kleinen Mining Stations, die man hier bauen kann. Weil hier wohnen Leute drauf und hier können sich dann mehr Leute damit beschäftigen, die Mineralien abzubauen. Okay. New technology discovered. Bergbaustation. So. We have conquered another world. Super. Okay, was bauen wir jetzt hier? Dann entfernen wir diese ganzen Merkmale hier. Oh, so viel haben wir gar nicht mehr. Aber wir können 12.000 Nahrung verkaufen und dann können wir uns wieder leisten, diese Merkmale hier. New technology discovered. Neue Forschung. Bergbaustation. Ja, hier brauchen wir erstmal gar nichts machen. Hier wird er erstmal ein paar Distrikte bauen und so. Und hier. Jupiter-Habitat ist vollständig und kann kolonisiert werden. Hervorragend. Der Rubrikator erstellt 30 kleinere Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir haben keine Welten mehr, die wir in Gaia-Welten verwandeln können, weil das hier als. Reliktwelt hat sowieso 100%
Dingens, wir brauchen nicht höhere Unterlichtgeschwindigkeit, also machen wir mal den Replikator. So. Brauchen wir mehr Sternenbasen? Vielleicht. Machen wir hier die Anführerverbesserung und hier machen wir den zivilen Replikatorkomplex. Und schon kommen wieder Leute im Sol-System wohnen und so an diesen beiden Raumstationen hier. So, haben wir hier noch mehr? Wir könnten eine auf Merkur bauen und auf Neptun, aber da sind keine Rohstoffe. Wir könnten ein Habitat bauen um die Erde, aber das wäre ungünstig, weil momentan bringt uns die Erde 19 Mineralien. Das ist für eine normale Bergbaustation ist das schon eine ordentliche. Und das lassen wir mal so. Große Hauptstadtgebäude. New technology discovered. Und hier Ripper Autokanone. Okay. Können wir jetzt die Leute hier, können wir die jetzt so ummodeln, dass die stattdessen auf Kontinentalwelten wohnen können? Können wir tatsächlich, dann machen wir das doch mal. Situation log updated. So, und das gilt, das gleiche gilt für die Kempler. Ich meine nicht, dass es groß noch was ausmachen würde. Was ist das? Nichts anderes, okay. Vorlage erstellen, zack. Da wir sowieso nur noch Gaia-Welten haben, aber spaßeshalber können wir es mal machen. Dann können wir. Das brauchen wir eigentlich aber nicht. Gene Modification complete. Das lohnt nur für die Typen, die hier nur auf Habitaten wohnen können. Dann können die überall wohnen. Für die anderen lohnt das eigentlich nicht. Also. Brauchen wir nicht. Obwohl, warte mal. Die Gibro. Da habe ich ja. New technology discovered. Da hatte ich ja andere Pläne. Haha. Situation log updated. So. Und die Kempler. New technology discovered. So. Forschungsnexus, das wäre unser erstes quasi, was bei Civilization Weltwunder wären. Das wären riesige Forschungsstationen. So wie das Hubble-Teleskop mal 15.000. Finden wir das mal, weil wir brauchen Weltwunder. Und Trägergeschwader. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder soweit. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt stellarisch Flucht nach vorn, Menschheit am Limit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt bitte einen Kommentar oder like das Video oder am besten noch beides. Ich freue mich besonders über Kommentare, weil dann sieht es aus, als hätte tatsächlich jemand das Video gesehen, wenn da was steht. Dann bis denn. Auf Wiedersehen.